Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017 in unserem Singleplayer-Let's Play. Ja, wir sind ja immer noch dabei, hier diese Sojabohnen abzufahren. Einmal hier jetzt unter den ganzen Helfer hier, ja, unter das Rohr sozusagen. Und einmal alles hier in diesen wunderbaren kleinen Kiosken. Alles rein hier, 31.000 passen hier rein und jetzt können wir schon wieder losfahren, sehr schön. Mal schauen, wie weit das reicht, was ich da jetzt abfahren konnte, waren nur ungefähr 5.000. Mal schauen, wie weit das eben reicht. So langsam könnte auch der Steier hinten mal anfangen, dass das nicht ganz so lange dauert. Klar, wir haben schon einiges geschafft, ist aber noch nicht ganz so viel. Der Steier wird da relativ viel aufholen, recht schnell. Obwohl, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber es wird auf jeden Fall schnell gehen. So, dann fahren wir das Ganze jetzt halt wieder zurück. Wir könnten aber auch mal unser Silo wieder auffüllen. Weil wir haben jetzt alles runtergefahren. Ich fahre mal auch ein bisschen was hoch. Wieder in das obere Silo. Da müssten ja auch irgendwas reinpassen. Dann bringen wir da ein bisschen was hin. So, zack. Da sollte auch noch einiges reinpassen. So gut alles da rein. Sehr schön, hat funktioniert. Helfer hat einen fast vollen Korntank. Okay, wissen wir Bescheid. Ich bin schon wieder unterwegs. Wir sind auch gleich schon wieder da. Das sollte eigentlich funktionieren, bis wir wieder da sind. Sollte das nicht so eine große Verzögerung haben. Aber wunderbar diese Kurve hier genommen. Den Steier kann man dann auch bald ansetzen, dass der loslegen kann. Und der braucht, glaube ich, noch ein bisschen, bis der seine 100 hat, hoffe ich. So, einmal hier aussteigen, raus und in den Steier einsteigen. So, dann können wir den nämlich auch schon mal starten lassen, so langsam. So, sehr schön, das klingt schon mal gut. Und dann können wir da beginnen. So. Dann haben wir den, der ist gleich voll. Okay, dann können wir da schon mal hinfahren. Wunderbar. Okay, so große Arbeitsbreite hat der Gruber gar nicht. Ich dachte, er hat ein bisschen mehr. Wäre jetzt ehrlich gesagt meine aktuelle Vermutung gewesen. So, sehr schön. Dann können wir den hier entleeren. Dann ist das nicht ganz so eine große Verlustzeit. Obwohl, würde sich das lohnen? Nee, würde sich nicht lohnen, da jetzt noch gleich den nächsten dran zu setzen. Würde sich nicht lohnen, nee. So. Noch ein bisschen verteilen. Dass es nicht ganz alles auf einem Haufen liegt. Gut, ist es nicht ganz was draus geworden, aber in Ordnung. Machen wir eventuell noch ein paar Prozente voll.
So, okay, der wird eh. Jawohl. Sollte eigentlich schon schaffen. So, der macht alles wunderbar. Perfekt, wie ist aktuell die Preissituation? Die darf ich nicht aus den Augen lassen. 2700, naja. Nicht so schön, sage ich mal. Gut, wie sieht's oben bei den Schweinen aus? Die brauchen Weizen. Gut, bekommt ihr natürlich. Aber ich glaube, das werde ich echt verkaufen, weil es geht nichts mehr drunter unter einer Stunde. So, zack. Und dann holen wir uns hier ein bisschen Weizen. Dann haben sie dafür auch schon ein bisschen was. Schauen wir mal, wie viel sie davon brauchen. Ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen was hier, aber ich werde hier ein bisschen wirklich was verkaufen müssen. Weil es einfach zu viele sind. Wirklich zu viele. So, zack. Da haben wir alles. Dann haben wir jetzt alles schon wieder drin, oder? Ja, aber halt nicht zu viel. Das ist jetzt erstmal ein kleiner Stück gewesen, okay. So, zack. Ich möchte hier auch irgendwann ein bisschen was Größeres sich hier holen. Das würde sich jetzt auf jeden Fall schon lohnen. Aber ich möchte eigentlich nicht so viele Schweine haben. Also das sind mir fast sogar schon zu viele. 100 Stück. Ich muss wieder auf 100 Stück kommen. So, zack. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. So, das läuft auch, sehr schön. Braucht noch ein Stückchen, okay, dich brauche ich nicht. Der Steier läuft auch wunderbar, so stelle ich mir das vor, genau. Dich brauche ich nicht. Wir haben ja hier auch noch so ein Teil, oder? Aber für die Masse, ja, mal sehen, muss ich gucken. Also einmal hier runter gucken. Wo haben wir denn das? Oh, das steht jetzt noch unten. Steht noch irgendwas unten bei den... Steht unten. Okay, ich dachte, das habe ich schon mal hochgefahren, aber nein, das steht noch unten. Und das ist, naja, werden wir sehen, was wir da machen. So, 5800 sind schon wieder drin, okay, sehr schön, immer noch zu wenig. So, dann grubbern wir eben heute mal ein bisschen, zack, zack. Machen wir heute mal ein bisschen ein paar Grubberarbeiten, dann haben wir da auch heute ein bisschen was geschafft. Machen wir mal wieder ein bisschen was eigenständig. So, einmal hier rum um die Laterne, dass es sich da auch nicht festfahren wird. So wunderbar. Nach unten und ab geht's wieder nach oben. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. So möchte ich das auch sehen. Wunderbar. Und wieder ganz entspannt nach oben, um da dann weiterzumachen. Und Feld 20 haben wir auf jeden Fall definitiv bald geschafft. Ist nicht mehr so viel. Ich hoffe, ja, beide arbeiten noch. So stelle ich mir das vor. So möchte ich das auch sehen.
Aber mit dem Grubber kann man auf jeden Fall und mit dem Steier kann man auf jeden Fall wunderbar arbeiten. So wie ich mir das vorstelle, so wie ich das möchte. Und so ist das auch sehr, sehr gut. So, dann einmal nochmal rüber gucken, ob es sich schon lohnen wird. Wahrscheinlich, ich stelle nochmal ganz kurz einen Helfer an ihn. Obwohl 59%, nee. Da würde sich das Ganze noch nicht lohnen, sag ich mal. So, zack, einmal rum hier und nach unten. Sehr schön. Dann ziehen wir hier ganz langsam nach unten ab, so wie ich mir das so vorstelle. Wunderbar. Schön nach unten. Aber das werden wir ja sehen, wie sich das so weiterentwickelt jetzt hier. Der braucht noch ein bisschen, hoffe ich, da üben. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun auf dem Feld. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was geschafft, aber immer noch zu wenig. Aber die Arbeitsbreite ist komplett ausreichend, finde ich, für dieses Feld. Klar ist es recht groß, aber das Gerät passt dafür. Und der Steier ist auch perfekt. Auch innen drin finde ich den Steier einfach so, so cool, muss ich sagen. Also passen die Geräte so gut, wie ich finde. Also ich mag den Steier, muss ich ehrlich sagen, im LS. Das ist ein cooles Gerät, kann man überall verwenden. Sonst sagen, schöner Allrounder. Sag ich jetzt mal so. Und üben sind wir auch noch dabei. Er hat einen fast vollen Korntank. Das könnte er mit viel Glück schaffen. Mit viel Glück schafft er das auf jeden Fall. Jawohl, das würde er auch schaffen. Dann fängt er da die nächste Bahn an. Geht es nochmal nach oben. Das sollte man wirklich schaffen. Und das wird er höchstwahrscheinlich auch schaffen. Und dann können wir da uns nochmal befüllen lassen. Ist auf jeden Fall einiges, was wir hier noch brauchen. Und der Steier arbeitet und arbeitet und arbeitet, so wie ich mir das so vorstelle. So wie ich mir das vorstelle, so möchte ich das Ganze sehen. So, hier oben auch noch alles weg. Alles muss weg. Alles muss weg. Das war ein bisschen zu schnell genommen und alles. So, zack, einmal eine Linie weiter vorne nehmen. Genau, sehr schön. Einmal einen Helfer rein. Zack, 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 zack. 91% Zimmer. Fahren wir mal nebenher. Haben noch ein paar Prozente, aber wir kriegen das Teil auf jeden Fall voll, hoffe ich. Zack, einmal ran hier, rum, rum, rum. Sehr schön. Und wieder hier alles rein. Alles muss rein. Alles muss rein. So. Du. 22.000 sind schon mal drin. Bisschen passt auf jeden Fall noch rein. Geht auf jeden Fall noch schnell. Also heißt das, ja, vielleicht schaffen wir es. Nee. Bisschen was fehlt. Bisschen was.
So, und wir haben es. Wunderbar, wir haben es geschafft. Der Hänger ist voll, so wie ich mir das vorstelle. Und damit würde ich auch sagen, war es das für diese heutige Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst wieder ein Like und ein Abo da. Das seid ihr aktuell sehr, sehr fleißig. Und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Landwirtschaftssimulator morgen um 13 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.